Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Planescape Torment. Wir wollen zurück nach oben. Dann. Die Oberwelt, sozusagen. Und so ein paar lose Enden erledigen. Einige Aufträge fertig machen und wir haben ja auch mit wem müssten wir denn nochmal reden? Wir müssten nochmal mit Fell reden, wegen diesem tätowierten Arm, den wir da gefunden haben. Wir müssten auch nochmal in die Mortuary, weil wir jetzt ja mit Toten reden können. I'm gone. Und I'm gone. Alright. Es wird auch mit dem Teufel zugehen, wenn wir da nicht noch irgendeinen von unseren ehemaligen, I'm gone. Ich sag mal, Begleitern oder zumindest I'm gone. I'm gone. Ehemaligen Bekannten treffen würden. Done. Wir haben ja schon welche getroffen, also Done. Zumindest Zombies und Skelette getroffen, mit denen wir irgendwie was gemacht haben. Vielleicht treffen wir da auch noch irgendeinen richtigen ehemaligen Kollegen von uns, weil wenn wir früher Done. Schon ein sozusagen Abenteurerleben hatten, dann werden wir wahrscheinlich auch Companions gehabt haben und da wird ja so wie bei unserem Lebenswandel sicherlich mal der ein oder andere gestorben sein und wenn das in Sigil passiert ist, wird er sich in der Mordschwelle befinden. Aber als erstes Journal Quests. Genau. Emory können wir machen und Severed Arm. Discovered with scars, tattoos, ja. Okay, und wir können ja eigentlich. Eigentlich können wir auch mal einen Moment. Done. Anna, du bist doch Diebin. Du kannst uns doch bestimmt. Spiel. So. Initiate Dialogue. So. Hi. Pippi. What is it you want then? Can you train me in thieving skills? Eh? What are you on about? I'd like to shelf the yard for a while and return to the thieving procession. Can you teach me? Erstmal will ich nochmal was gucken. Wie sind denn unsere 105.000? Aber ich glaube. Nee, die Erfahrungspunkte behalten wir, die verschwinden nicht, ja. Okay, dann können wir das mal machen. Hi. What is it you want then? She looks skeptical and rolls her eyes. I can, but to do it you need to shut your trap and listen to me. And follow my lead, Jake. She looks you up and down. The first thing you need to do is change your stance. None of that loin jutting and leading with your stem that you seem to favor. Alright? Okay. Unused items, unusable items haben wir abgelegt. You've got the hang of it. Quick to catch on, ja. Okay. So, dann gucken wir uns jetzt mal an. Wir sind Level 4. Können wir eigentlich jetzt Anna was beibringen? Das wäre ja mal die Frage. Hi. What is it you want then? I wanted to learn more about stealth. Aber nee, wir können von dir noch was lernen. Das ist schön. I wanted to learn more about stealth. The trick is being not seen is knowing where you are and how quick you can become part of where you are. There's some tricks I've learned. Bla bla bla. Bring's uns bei. Das bringt uns dann mehr Erfahrung. So, let's see. Be sure to fall back to places you know well.
preferably in a surrounding where there are other distractions. And if there aren't any, make some. Okay. Okay, some other questions. Mal gucken, was wir jetzt alles. Picking locks. Gone. Auch nochmal Punkte. Sehr gut. Machen wir den Rest auch noch schnell. 5. Thieving. Disarming traps. Yes. Jetzt mal spaßhalber gucken, wie ist denn unser Wert jetzt? Mal gucken, eine Sache haben wir ja noch, wie sich das verändert. Das hätte ich ja mal vorher machen können, aber gut, dann machen wir es jetzt. Anna? Hi. Ja. What is it you want then? Mit dir trainieren will ich. Someone's. Pick someone's pocket. Well, I don't want to pick someone's pocket just randomly with you watching. Maybe another time. Try and nick some jink for me. Okay. Where do you keep it? That's what you have to find out if you want to be a true-blooded thief. Alright, let me try and nick a pickpocket, your friend. As soon as I make a move toward her and I hold up her hand. Alright, stop. You've already messed up. You have to watch your approach. You can't just be... Anna suddenly puts her hands on her hips and turns to look off to your side as if disinterested. You got to act like the mark is nothing to you, less than nothing. You don't care what he's got at all. Alright, so I act like I don't care. What then? Then you got to make sure you strike at the right time. I usually do it when I move by someone. You should do it right after you move by someone, cause they'll probably be too frightened to turn around to see where you've gone. And another thing you should do, yes? So dress down a little, maybe try not to look so threatening. Okay. I feel stronger. Das ist doch super. Da sind wir gleich mal ein Level aufgestiegen. Das bringt uns zwar nichts im Sinne von Punkte, aber wir können hier weiter Dings verteilen. Okay. Ja, sogar haben sogar ein bisschen was dabei gemacht. Also Stealth, das kriegen wir irgendwie nicht mehr hoch. Open Doors. Ist vielleicht ganz gut. Wir haben 20 Punkte zu verteilen. Okay. So. Und nochmal mit Anna reden. Jetzt können wir dir nämlich was beibringen, Schätzchen. Was ist Ivan denn? Actually, I thought I might be able to teach you some things. Are you serious? Teach me? Yeah, there's some tricks to opening locks I thought I could share with you. Yeah, das könnte ganz hilfreich sein. Like what? You're using the wrong lockpicks when you try and pick locks. The ones you have could use the following. One with a white and another with... Okay. At the end of your instruction, Anna nods quietly. I hadn't thought of those things. I hadn't. She frowns. I would figure it out eventually, so don't think you're some fast hall teacher or anything. Just trying to help. More like you're trying to make me look like a fool, yeah. What in the hell are you talking about? Here you come, striding into Farrell's court, and him all bowing and curtsying to you, playing the bootlick. Then he orders me to go with you, which he's never done, and you start putting on airs about how you know more than me. What gives you the right? Who do you think you are? I'm just trying to help you, Anna. Oh, eh?
Are you sure that every time I nick something from someone's purse or swing a lock, you aren't just shaking your head behind your back going, clumsy, stupid girl, she doesn't know how it's done? Does that make you feel better about yourself? Does it? Oh, bisschen? I only showed you those things to make you even better than you are. I wasn't lording it over you. I don't think you're clumsy and I don't think you're stupid. Anna frowns, her tail flicking back and forth. Aye, well, you'd best be careful. I don't take kindly to pity. I don't. Fair enough. Kann ich dir noch was beibringen? Ja, kann dir immer noch was beibringen. Nee, doch nicht. Okay, let's move on. Gut. Hast du immer ein bisschen Erfahrung gekriegt? Und wie sehen denn jetzt deine Werte aus? Ja, Open Logs könnte noch besser sein. Aber da wir ja, also wenn wir nun irgendeine, auch mit, obwohl wir haben ja Nock, also wenn wir auch ein Schloss nun überhaupt nicht aufkriegen, können wir ja jederzeit zum Dieb wechseln. Das ist ja ganz praktisch. Wir werden uns jetzt nämlich erstmal zum What is your will? Zum Magier zurückwechseln lassen. Nein, nee. Teachings, Study of the Art. Also Darkon kann uns alles beibringen. Der kann uns zum Fighter machen und zum Magier. Der ist wirklich, also das ist Nonplusultra. Okay. So, jetzt sind wir wieder Magier. Die gleichen Erfahrungspunkte wie vorher. Haben wir dieses kleine Zwischenspiel auch erledigt. So, und jetzt gehen wir mal, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Wo sind wir denn hier überhaupt? Da. Oh, Anna ist definitiv schneller als der Rest von uns, so wie es aussieht. Mal den Kopf machen oder. Ah, hier, der Kollege mit den. Hier kommen wir auch noch hin. Unser grüner Fraktionsvorsitzender hier. Morns for Trees, genau. Haben wir eine zusätzliche Person, die an die Bäume denken kann. Some questions. How are all the trees. Why are the trees dying? Wir haben doch schon mit ihr geredet. Weißt du das gar nicht mehr? Can't you? Are you questions? Fell? Haben wir dich über Fälschung gefragt? He's a well friend who just says the only double that doesn't serve the lady. I don't know the whole dark of it, as they say, but he's shunned by his fellows and lives here alone in the hive. He runs a tattoo parlor, but most of Sigil is wary of the place. Why? Or what's there to be wary of? Well, friend, since he turned from the lady, many people think it's just a matter of time before her shadow falls on him. Okay, no one wants to be bowed when and if that happens. Okay, das macht Sinn. How he came to be shunned? I've heard vague rumors about him being on the wrong side of the issue when some power decided to butt heads with the lady. Yeah, you could always try and ask him. Some power? A deity. A god? Normally, the lady has no problems with the likes of them, as she keeps their lot out of Sigil entirely. Ach, Oscar, ja, okay, der Kollege. His name was? As I understand it, the lady destroyed him. I wouldn't forget that if you were to ever consider messing about with her or her servants.
Wieso können wir dich nicht? Seem to improve each day. Hm. Vielleicht haben wir auch schon genug für die Dinger getan. Obwohl, ne, machen wir jetzt erstmal Emmerich. Für die Bäume getan vielleicht. Ich hätte aber schwören können, dass ich da immer mit jeder, mit jedem Partymitglied hingerannt bin. Aber egal. Werden wir noch oft genug an dem Kollegen vorbeikommen, können wir nochmal nachschauen. Vielleicht habe ich ja gerade einfach irgendwas überlesen. Will ich nicht ausschließen. Emmerich. So, jetzt können wir hier mal Sögo verpetzen. Deswegen sind wir ja hier. Some questions. I found Sögo. I would know his whereabouts. I found him in the catacombs beneath Sigil. He died there. Why was he there? He discovered a group of undead guardians who were protecting the catacombs. He was trying to convince them to join the true death. He was infected with lycanthropy. Stimmt ja, ne? His mind was no longer his own and his dustman beliefs were lost. Ja, das stimmt. Hat ja der gute Many as One ihn quasi übernommen. Very well, you found him. Emmerich doesn't react to your answer other than give a slight nod. You have done all the tasks that I have asked of you. I will make you dustman and initiate of the fifth circle. Do you still wish to be a member of the faction? Ach, warum nicht? Da kommen wir auch günstig ins Mausoleum rein. Yep. Your initiation requires a promise. A promise? You must promise to serve the dustman. You must promise that you have left life behind. You must promise that your goal is to reach the true death. Very well. Do you believe the tenets of the dustman? Yes. I shall act as your witness. Make the promise. Make vow. I promise to serve the dustman. I have left life behind. I seek only the true death. You are now numbered among the dead. There are things I must tell you. Okay. The Walking Dead dwell among the dustmen, work with the dustmen, yet at other times they have been the enemies of the living. That has not escaped my notice. The dustmen have a truce with all the dead. This truce is known as the Dead Truce. The dead shall never harm a dustman as long as we uphold it. As Emmerich intones these words, you suddenly feel a strange crawling sensation in the back of your skull. It has something to do with the Dead Truce, but you can't recall what it is. Updated my journal. Furthermore, there exists magic that prolong life or interfere with death. Such magics are anathema to our faction. Anathema? Wie auch immer. They rarely work on members of our faction. Ja, das stimmt. Also, wiederbeleben ist nicht. So, obwohl, er ist für uns ja eigentlich eh kein Problem. Nothing must attempt to interfere with your passage to the true death. Does that include healing spells? Du bist wirklich sehr praktisch veranlagt, Nameless One. Das ist die Frage, die ich mir auch gerade gestellt habe. Creative magics will work normally. Reincarnations and resurrection magics, however, should not be used on members of our orders. Naja, brauchen wir ja auch nicht. But that nothing should interfere with the true death philosophy. What if it's difficult for the person in question to die? The nature of your question is unclear, initiate. Well, I know someone who is immortal and I'm asking on his behalf. What if the dustman in question was immortal? Then they would not be a dustman. Oopsie. Their belief in immortality would trap the initiate in this life, and they would never reach the true death. Emmerich falls silent for a moment. What prompts such a question, initiate? Their belief would trap them? How? Immortality is a choice. This is mir neu.
belief, whether one's own or another's, affects the flesh. One is immortal when one does not want to give up life. Uh-huh. But then, by your argument, death is also a choice. Why do people die in the first place? Death is also a choice. But unlike immortality, there are many that believe in death. Their belief permits us to die. Uh-huh. We are not meant to live forever. In our minds, we know this to be true. So, why would someone remain trapped in this false existence? To reach the true death, one must divest themselves of all passions and any ties to this false existence. These things act as an anchor to the spirit. Many creatures, such as ghosts or other restless spirits, are confined to this false existence because of unfulfilled passions. Ja, das stimmt. I said before that this immortal person... Okay. Does that non-resurrection policy include... As a Desmond, what sorts... Oh, what sort of assistance is available... Assistance, my god, is available to me. As a Desmond initiate... you will have access to our storehouse of knowledge and our stores of magic and items. You may also come to me if your body is in need of healing. Aha. What do you have in your storehouse? Ah, la 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 la. Sachen kaufen. Dustman Embalming Charm, okay. Dustman Earring. Scalpel, Knife, Bone Dagger. A Battle Axe. Punch Daggers of True Death. Okay, schade, nur bei Dustman. Death of Desire. Klingt ja auch schön. Aha, plus 2. Klapp. Oh Gott. Frosch im Hals. Skull of Miner Embalming. Was macht das? Embalming. Such the spell can preserve the flesh of the nameless one. Mending tears. Offsetting decay. When cast, the target gains 2 to 8 temporary hit points and temporary bonus of plus 1 armor class for a half hour. The extra hit points be effective. Naja, so mördermäßig ist das ja nicht. Greater Embalming, das klingt schon besser. The spell is more potent version and the mending and damage resistance. When only on or any undead. Oh, dann müsste es hier auf Mord auch wirken. When cast, the target gains plus 2 hit points per level of the caster and plus 1 hour. Plus 2 AC for 1 hour. The extra hit points, so, ich glaube, was kostet der? 270, oh, das geht. Speak with the dead. Usable only by priests. Na, das ist ja lustig, er kann ja kein Priest werden. Hold Undead. Empiric Touch bringt, glaube ich, nichts, weil damit müssen wir zuschlagen, ja. Shroud of Shadows. The spell brings shadows to your aid. Shrouding your body from detection and physical attacks. When the spell is cast, targeting curse appears. And the player may select any target within touch range. The recipient of the spell gains the following abilities. Ah, na gut, das ist nicht so überragend. Cure Light Wounds. Okay, eine ganze Menge Spells für Priester. Das Priester haben wir leider nicht. Aber ich würde sagen, den kaufen wir mal. Hold Undead. Level 3 haben wir nicht allzu viel, aber pff, ich habe auch noch nie... Gibt es hier irgendwelche starken Untoten? Ich glaube nicht. Ja, zumindest haben wir noch keine getroffen. Lassen wir das mal. I'm gone. Ist hier eigentlich irgendwas drin? Meine nee. Okay. Gut, haben wir... Das erledigt. Alright. Kommen wir als nächstes Mal hin.
Wir können mal in die Mortuary jetzt gehen. Oder wir können zu Fell. Ja, zu Fell. Ich glaube, die Mortuary wird länger dauern. Da müssen wir wahrscheinlich den ganzen Bereich absuchen. Oh Gottes Willen. Ach, bin ich durch die LA gegangen. Ja gut, dann muss ich mich nicht wundern. Aber das ist ja inzwischen alles kein Problem mehr. Kriegen wir noch ein paar Sachen. What's up? Obwohl, Anna, du hast ja noch ein leeres Inventory. Oh, come on. Done. Oh, ich hasse dieses Pixelgenaue. Also das haben sie echt... Da, das hätten sie echt ein bisschen gröber machen können, finde ich. War das jetzt alles? Oh, egal. Done. Gut, dann gehen wir hier durch. Noch einer. Damn it. Oh, come on, Mord. Die. So. Alright. Noch wer? Dankeschön. Gut. Aber sind wir ja auch gar nicht richtig, ne? Nee. So, den lernst du mal. It's in my spellbook. Das ist richtig. Ich mach dir das nochmal. Engravings. Magus Guard. Kannst du mal wieder anlegen, Kollege. Sollte Armor Class. So. Hey, watch the leather. Watch the leather. Ah, ja, Schnucki. Hey, watch the leather. Ja, ich hab dich schon verstanden. Du möchtest aber behalten. Dann geben wir dir mal den ganzen Juwelierkram. Oh, stimmt. Ach, und die Dirty Red Charms, die sind ja auch was für dich. So, so. Oh, was hast du denn da für ein Earring? Plus 5 Open Locks. Und das hier macht plus 10 Stealth. Achso, du hast ja noch ein Ohr, ja. Logisch. Hm, gut. Okay. Dann ab zu Fell. Auf dem längsten möglichen Weg, weil ich ein Idiot bin. Was hat eigentlich unser Journal Inquest? Ah, hat eine ganze Menge Einträge. Aber das ist nur über das, dass wir jetzt Mitglied der Dustmen sind. Motto, everyone is dead. Schön. Okay, jetzt sind wir aber endlich da. Lasst uns mal durch hier. Done. Na, will sich irgendwer mit uns prügeln? Alright. I'm gone. Ja, noch habt ihr die Chance. Okay. Achso, und eine Sache, bevor wir da reingehen, mache ich noch. Gucken wir uns mal die Biografie von Anna an. I know what you be wanting to know about me for. Are you just bored? It's not some grand tale, it isn't. So if you're expecting some epic, you'd go best rattle your bone box to someone else, Jake. I'd seen the way you look at me tail. If it'll keep your eyes to yourself, then I'll tell you where it came from. It's a blessing from me granddad. Oh, God. Or me grandma, whichever of them was the fiend. I'm a tiefling, so I am. With just enough of the demon blood in me to sprout this tail out of me. Back. With just enough
of the demon blood in me to sprout this tail out of me back. So, das ist, bin ich mal ein bisschen verwirrt. That blood trickled its way from me grandma and granddad to me, after passing through me own ma and dad, whoever they were. Ferret me da, ha, oh, it's that a crutch. Isn't me that? Not me real one, anyway. He just fostered me, he did. Dragged me out of the hive and brought me into his stable. Also nur der Foster Dad, okay. Don't get him wrong by thinking he had a kind bone in his body. He wasn't shedding no tear for me being an orphan. He just needed someone to help him scarp debtors of the streets of the hive, and I'm small enough so I can get into places his other boys can't. Plus, most of the gullies in his pack are wee boys with the fear in them, so I end up finding most of the debtors in places they're too scared to look. The Dusties pay a nice bit of copper for the debtors I bring him, and Ferret don't take so much of the top that it leaves me a beggar, so he's not so bad, I suppose. Enough of your questions. Now I got some things to say to you, I do. I seen the way you act, and you need to be told some things if you're going to be traveling. If we're going to be traveling together. First, don't go flapping your bone box and locking eyes with everyone you meet. That's a sure street to trouble, it is. And don't be taking no one's name in vain, or you'll be attracting the worst sort of attention, and right quick too. Meinst du, hätten wir uns nicht immer als Adern vorstellen sollen? Egal. And one last thing. Don't be thinking you can treat me like a cobblestone, neither. You start doing that, and I'll take these blades and carve you over. Me blades? Aye, these dags are mine. I like these punch dags, I do. You can keep your axes and hammers and clubs. These dags are more me style. You just behave yourself, and you won't be wearing them, aye? Okay, gut. Ja, das war nicht so informativ. Aber gut. Okay, dann würde ich sagen, War's das für dieses Video, und beim nächsten Mal gucken wir dann, was Fell zu unserem abgetrennten Arm zu sagen hat. Okay, also bis dahin. Tschüss.